In der Osteria dell'Enoteca trinkt man den Kaffee nicht nur, sondern man isst ihn auch. Und zwar haben wir für euch ein feines Reentrecot mit Kaffee. Für die einen eine echte Herausforderung. Kaffee habe ich schon zum Frühstück gehabt. Für die anderen ist so ein Kaffeekränzli ein wahrer Genuss. Wirklich super gut. Ja. In der Nähe vom Lago Maggiore, neben Ascona und am Ufer von der Maccia und der Melezza, liegt das Dörfli Losone. Und ein bisschen versteckt im alten Dorfkern, die Osteria dell'Enoteca. Der Christian ist schon seit einem Zeitli im Charme von diesem Beizli verfallen. Der pensionierte Tierarzt arbeitet heute als Bergbauer, ist geheiratet, hat einen Sohn und tut gerne Skifahren, Bergsteigen und Mountainbiken. Ma da, guarda chi c'è qua! Ciao, come stai? Bene. Bene. Alles gut? Ciao, ja, ja, alles gut. Giuseppe. Ciao, caro. Ciao. Vieni qua, facciamo abbracciare. Come stai, giovanotto? Bene, bene, bene. E voi bevete caffè? Eh? Sì, no, una piccola pausa. Invece di lavorare. No, possiamo concederci un minuto. Ok. Un minuto. E okay. Ja, kleine Pause. Ok. Stell doch einmal das Wirtepaar vor, Christian. Also, das ist Heike. Mhm. Und das ist Giuseppe. Das sind Geschäftsführer von der Beiz da. Oder Osteria, wie man das ihm sagt. Kann man die Osteria mal anschauen? Sehr gern sogar. Ich würde sagen, wir fangen im Weinkeller an, wo okay, wir euch heute Abend den Apero serviert. Sehr gut. Und ja, dann gucken wir mal, ob alles parat ist. Ja. Also geht es zuerst in den Weinkeller, der nicht etwa unter dem Boden ist, sondern ebenerdig. Das Wirtepaar hat sich spezialisiert auf Tessiner und norditalienische Weine. Hier sind unsere ganze rote Weine. Und zwar als erstes haben wir hier schon mal den Wein, den es heute Abend auch gibt, zum Menü. Ein Tessiner Wein, ein Merlot, wird in Barrique ausgebaut. Und den wird es heute Abend geben. Für den Christian und seine Stammgäste. Ja, genau. Genau. Und arbeiten wir sehr viel mit dem Tessiner Wein? Weil Tessiner und Norditalien, so Piemonte und wir so viele schöne und alte Etikette aus. So wir, oh, Giulio! Oh, Entschuldigung. Ja, dann sind die alle. Ganz typische Tessiner Weine ist die Merlot. Und ich muss ganz ehrlich sein, es ist wirklich, wirklich ein gutes Merlot. Ganz speziell in Tessin ist auch die Bianco Merlot. Das heißt, von roten Trauben weiße vinifiziert. Und das ist eine ganz Tessiner Spezialität. Ich war das erste Mal da vor etwa 10 Jahren schon. Immer wieder. Und ich kenne Giuseppe von früher, wo er vorher war. Und als ich gehört habe, dass er das übernimmt, habe ich gedacht, das ist für mich eine geniale Kombination. Wirklich genial. Also. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter ins Restaurant. Hä? Was meinst du, Christian? Darf ich vor? Alles klar. Das alte Tessiner Haus aus dem 19. Jahrhundert hat auch einen romantischen Innenhof. Okay. So charmant finde ich die Terrasse, die Location, so ruhig, so. Am Abend ist ein Traum. Es ist so da im Garten, es ist sensationell. Genau. Ja, man ist einfach ein bisschen ab vom Schuss. Und, ja, und das ist schön. Und kann es genießen. Das ist ein kleines Kleinod, das man muss suchen. Genau. Ja, ja. Ah, bitte schön. Komm rein, Christian. Okay. Ich komme a casa tua qua. Genau. Und wo sind wir da jetzt? Oh, das ist. Unser, ja, wie sagt man dem, unser kleiner? Wir haben zwei Räumchen, oder? Das ist der kleinere Raum. Ja. Und da hängen immer wieder Kunstwerke von verschiedenen Malern. Jetzt gerade sind es Bilder von einer Künstlerin aus der Nachbarschaft. Es ist klein, aber fein. Es ist wie eine Boutique. Also es ist nicht wie in irgendeiner grossen Massenladen. Es ist ganz eine kleine Beiz, oder Beiz Osteria. Und das Menü ist auch klein, aber ausgezeichnet.
Da geht es weiter. In den Raum, wo wir euch heute Abend auch. In der ganz grossen Esssaal. Genau, in den Riesensaal, gell? Kantine. Für gemütliche Stunden gibt es ein grosses Schminé. Und kein Tisch gleich dem anderen. Die sind von einem ehemaligen Besitzer. Der Weinhändler hat der Osteria den Zusatz «Enoteca» gegeben, was Weinlokal oder Weinhandlung heisst. Okay, guck mal, wir haben für dahinter haben wir für euch deckt heute Abend. Ja, der ist schön. Ist das gut? Ja, super. Ha? Super, ja. Perfetto. Aber ist es auch genug warm? Dann machen wir euch nachher noch das Schminé an, würde ich sagen. Ja, genau. Damit es schön Ambiente gibt. Ha? Und heute Abend gibt es Re-Entrecôte. Genau. Mit Kaffee drüber. Das tut mich eine super Idee. Genau. Ich glaube, wir müssten gerade noch schnell nach Ascona fahren, zu Terreni alla Maccia, weil wir brauchen die Polenta Corvina. Terreni alla Maccia? Sonst haben wir keine Beilage für heute Abend. Ja, das ist super. Okay. Kann ich mitkommen? Natürlich, ja. Genau. Okay. Komm. Wir haben im Juni 2014 hier eröffnet. Und wir uns eigentlich immer gesagt haben, dass, wenn wir uns mal selbstständig machen, dann müsste es so ein Lokal sein wie das hier. Und wie es der Zufall wollte, hat es geklappt. Heute Abend gibt es eine wahre Rarität aus dem Tessin. Polenta Corvina. Das ist eine Polenta, die mit Mehl aus schwarzem Mais gemacht wird. Das sind vier verschiedene Mais, die es hier hat. Und alle werden Brauch für Polenta machen. Alle für Vollkornmehl. Vollkornpolenta, genau. Was ist denn der Unterschied? Vollkornpolenta oder also, das wird Vollkorn gemahlen, Vollkorngrieß. Und das ist auch der beste Nährwert ist drin. Ja. Natürlich. Und wie gesagt, ich habe eine rote Polenta, die wir seit 14 Jahren anbauen. Ja. Und der Weiß seit 6 Jahren, der Gali seit 15 Jahren. Und etwa seit 10 Jahren auch der Schwarze. Ja. Und der Schwarze ist ganz speziell. Das ist also, der heisst Corvina. Super, das ist der, den du heute Abend kochst, gell? Genau. Polenta Corvina. Ja. Genau. Genau. Und es ist eben schön, weil es eine tolle Farbe gibt, wenn man kocht. Ganz genau. Es wird so lila. Normalerweise siehst du nur die Polenta. Jawohl. Und eben auch mit dem grossen, mit dem schwarzen Corvina, mit der roten Polenta, wo haben wirklich auch das ist eine spezielle Sorte, wo es ein bisschen rar vor, sind es in 80er Jahren, sind es noch schauen, bei alten Leuten, wo es noch so ein Sakko gegeben hat. Und jetzt sind wir wirklich voll in diesem Anbau mit etwa 12, 13 Hektaren. Also heute ist ja der letzte Tag, nachher habt ihr ja Ferien zwei Wochen, ja, genau. Oder? Also und von daher für euch braucht man ein halbes Kilo, ist gut. He? Ja, okay. Genau, das gut. Nehmen wir gerne mit. He? Wir wollen meine Beiz, deine Beiz gewinnen, weil wir. Nein, Moment. Müssen wir das wieder machen? Ma certo! Also, wir gewinnen meine Beiz, deine Beiz, weil wir. Vielleicht wir sind nicht das Beste, aber. Aber das Freundlichste. Genau. Absolut. Ja. Schon hart. Aber was? Ein Hotel, ein Restaurant, ein Body? Ah. Kann ich jetzt anfangen? Ja. Also, wir gewinnen meine Beiz, deine Beiz. Weil wir vielleicht. Weil vielleicht wir sind nicht das Beste, aber. Aber wir sind das freundlichste Restaurant. Oder? Ja, ja. Absolut. Absolut. Und da kommen die freundlichsten Gäste. Der Anfang machen Gabriella und Claudia, der weibliche Teil der Tessin-Runde. Und da kommen die männlichen Vertreter. Der Joe und der René. Wie freundlich Gäste nach dem Abend noch sind, kommt jetzt aus. Ja, gut. Nach der Begrüßung im romantischen Innenhof geht es in den Weinkeller für den Apéro. Aber sagt mal, wie ist euer erster Eindruck von Christian seiner Stammbeiz? Es ist sehr, sehr schön, sehr
auch heimelig, würde ich sagen, so, wenn man herkommt. Sehr romantisch, wenn man hier herkommt und in den Garten rein. Das schöne Tor vor der Osteria. Sehr, sehr romantisch. Hat mir sehr gefallen. Ja. Hat mir auch gut gefallen. Also, es ist so im Rustico-Stil halt natürlich. So richtig Tessiner. Mhm. Tessiner Beiz, sagen wir mal. Ja. Sinn, aber elegant. Sehr elegant. Ja. Ja. Ich muss sagen, ich würde das ganz gerne mal im Sommer sehen. Mhm. Ja. Wenn es warm ist und ja, man Gartensitzplatz kann geniessen. Ja. Oh, fein, fein. Ganz schön. Ugo de Lenoteca. Voilà. Ja. Zwar ist das unsere Variante vom traditionellen Ugo. Der normalerweise wird er mit Prosecco gemacht und mit Holundersirup. Oder Holunderblütensirup vielmehr. Und wir machen dann mit Franciacorta. Und aus dem Holunderblütensirup machen wir fein Sorbet. Wow. Genau. So. Dann würde ich sagen, Chin-Chin. Franciacorta ist eine Region in der Lombardei, auch bekannt als Champagne von Italien. Wie schmeckt der Drink für 12 Franken? Der Hugo war sehr erfrischend, mit dem Glacé-Kugeln drin. Ich habe aber noch nicht herausgefunden, was das Grüne war. Holunderblüten. Auch ein bisschen pikant, finde ich, oder? Das mit den Pfeffermünzen. So. Also, mir hat es geschmeckt. Also, ja. Ich habe es sonst schon gerne. Also, die normale Ausführung habe ich sonst schon gerne. Aber so war es noch speziell, etwas Spezielles. Mhm. Ja. Das scheint ja ein gelungener Auftakt zu sein. Für den Weiterverlauf des Abends geht es jetzt in die Osteria. Dann würde ich euch gerne noch unser Menü von heute Abend vorstellen. Und zwar haben wir für euch ein feines Reh-Entrecôte mit Kaffee, Rotkohl und Polenta Corvina. Und danach haben wir Torta di Pane Spumosa, eine schöne, feine Tessiner-Spezialität, ein bisschen auf unsere Art abgewandelt. Dazu gibt es Eis aus Uva Americana-Traube und einen Schuss Grappa. Und da wünsche ich euch recht einen guten. Vielen Dank. Kaffee habe ich schon zum Frühstück gehabt. Aber das ist ganz speziell. Ah, ja. Aber er hätte gerne Löslichöl dazu. Gell? Ja. Der Rotkohl hat er nicht so gerne. Er ist schwer enttäuscht. Also, ich habe mir schon überlegt, eben, weil es ja eigentlich so eine Art Grotto-Rustico ist, ob es jetzt wirklich, wie in welcher Art dass das vielleicht dann präsentiert wird. Was mich noch fasziniert hat, war mit dem Kaffee. Ja, auch Zusammenstellung, interessante Zusammenstellung. In der Küche arbeitet Pier Paolo schon an dieser außergewöhnlichen Komposition. Rehfleisch gilt als besonders zart und ist nicht ganz so dunkel wie das vom Hirsch. Die Lila Kugel ist übrigens nicht Glacé, sondern die Polenta aus schwarzem Mais. Reh-Entrecôte an einer Kaffeesauce mit Röseliköli, Rotkohl und Polenta Corvina für 46 Franken. Ich muss es jetzt zweimal sagen. Grazie mille, grazie. Ich wünsche euch recht einen guten Minan. Buon appetito, wie wir hier sagen. So drüber, oder wie? Oder ins Glas. Also, buon appetito. Buon appetito. Es hat schon Sauce drauf, ne? Jetzt einfach mal da ein bisschen drauf, um zu schauen, wie das ist. Ich wünsche einen guten. Danke. Ich wünsche einen guten. Jetzt aber. Jetzt können wir nicht mehr machen. Nein, jetzt können wir nicht mehr. Jetzt wird gegessen. Ja, jetzt wird nichts geredet. Also, schweigen und geniessen. Zum Reh-Entrecôte trinken die Gäste einen Tessiner Merlot. Die Rebsorte wird seit etwa 100 Jahren angebaut im südlichen Kanton. Christian, danke schön.
Zum Wohl, Gabi. Gracias. Wir sind weit weg. Ja, Claudia. Wir haben es schon mal gemacht, gell? Das ist eben Alzheimer, wenn du es so schnell vergisst. Das war ganz ein guter Merlot, den ich jetzt gefunden habe. Hat super zu dem Menü passt. Und wir haben ja jetzt gute Merlot im Tessin in den letzten Jahren. Und das war einer davon, ein guter. Ich bin pensioniert. Früher war ich Tierarzt. Und jetzt bin ich Bauer in Brioni, also Bergbauer ist das, weil das ist immer Steilhang. Jetzt bin ich seit 2000 bin ich im Tessin und darum kann ich perfekt Italienisch, zwar ein bisschen übertrieben. Die Zenotheke kenne ich eigentlich seit dem Jahr 2000. Eine lange Liebesgeschichte also. Wer weiß? Vielleicht ist ja für Gäste der Hauptgang auch der Anfang von einer neuen kulinarischen Amore. Sehr schön präsentiert. Sehr schön, ja. Und ja, also farblich eben auch und schöne Kombination. Ja, natürlich geschmacklich. Es war ein Wow-Erlebnis. Polenta mit Rotwein ist exquisit. Das Fleisch an sich war eigentlich sehr zart. Also, das hat man geschmeckt. Ja. Ja, das war sehr, sehr, sehr zart. Ganz, ganz fein. Und Kaffeesauce? Kaffeesauce? Speziell. Speziell. Ich habe das nicht so richtig rausgespürt. Also, ein bisschen süßlich fast auch. Ja, 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 ja. Das ist der Schaum der Torta di Pane. Früher hat man gesagt, der Brotkuchen sei das Dessert für die Armen. Heute ist er eine Spezialität und jede Tessiner Familie hat ihr eigenes Rezept. Die Grundlage davon ist altes Brot. Schaum der Torta di Pane mit Uva Americana Glasse. Also Glasse aus roten Trauben und einem Gutsch Grappa. Das Mal gibt es keinen Kaffee und auch keinen Eiskaffee. Hoffentlich bleiben alle wach. Buon appetito! Dankeschön. Grazie mille. Grazie. Du hast noch nie eine Torte di Pane so gehabt. Nein. Gell? Ich habe keine Torte di Pane, aber nicht so. Das ist eben, das finde ich einfach so genial. Weißt du, also, irgendein altes Sinnrezept nimmt und das völlig entfremdet. Kommt die Freude am Experimentieren auch bei den Gästen an? Ich persönlich habe jetzt halt im Winter weniger gerne Glasse. Und wer ist auf welcher Schnapsseite? Also ich merke den Kirsch. Oh. Oder wolltest du mal einen Schluck Kirsch? Nein. Das habe ich nicht so gerne. Du bist schon mit dem Grappa-Typ. Hallo. Aufstoßen. Auf den schönen Abend. Auf den schönen Abend. Schönen Abend. Ja, sehr fein. Auf eine schöne Woche. Ja. Vielen Dank. Zum Wohl. Zum Wohl. Salute. Es hat sehr gut harmoniert, eben die Traubenglasse. Sorbenartiges. Rot-Trauben-Glasse. Rot-Trauben, ja. Auch die Kombination, wie es präsentiert war. Sehr schön. Sehr schön, ja. Also die Farben sind sehr schön. Ja. Das Ganze hat man eigentlich Kronen aufgesetzt, dass wir die Torta di Pane Musca haben, wo man sich eigentlich etwas anderes erwartet hat, wenn man Torta di Pane kennt. Und es war eine Überraschung. Ja, positive Überraschung. Sehr. Und? Haben sich die Tessiner wohlgefühlt in der Gaststube mit dem grossen Schmine? Also das Ambiente hier ist wirklich zu empfehlen. Es hat ein wunderschönes romantisches Gärtchen, das man im Sommer kann benutzen kann. Und ich bin sicher, im Winter drinnen mit dem Wirten-Ehepaar ist man gut bedient. Eine familiäre Atmosphäre, finde ich. So wie wenn du so einen Abend vor dem Kamin verbringen würdest.
Da hatte so ein schönes Bänkchen dort. Das hat man wirklich eingeladen, um dort zu verweilen. Also, das hat mir gefallen. Sehr schön. Das Ambiente ist sehr schön hier. Wie findet ihr Bedienung? Die machen das sehr gut, die zwei. Super Service, aufmerksam. Also ich würde sagen, sie waren präsent im Saal. Wirklich immer hin und her geflitzt. Perfekt. Nein, der Service ist sehr, sehr, sehr gut. Und ist das Essen auch so gut gewesen? Vom Essen her habe ich eigentlich nichts zu bemängeln. Gefällt hat mir auch nichts. Ja. Was meinst du schon? Nein, es war nicht schlecht. Aber Brüsseler Köhli hast du gleich gegessen. Heute habe ich mal zwei gegessen. Genau. Wenn sie zum Schulnoten gehen würde, würde ich jetzt das Essen mit einem 5,5-6 bewerten. Wie ist die Rechnung von 74 Franken? Also für mich ist das Verhältnis Preis-Leistung. Doch, stimmt. Doch. Ja, voll. Ja, ja, würde auch sagen. Ja. Das stimmt, ja mal. Zur Auswahl stehen 0 bis 10 Punkte für die Bewertung vom heutigen Abend. Der Startschuss gibt der ehemalige Rennfahrer Joe. Überraschung, 6 magere Pünktli. Hebt er recht Tafel falsch oder liegt am Röseli Köhli? Gabriella ist generöser, glatt 10. René und Claudia geben je ein 9. So kommt der Christian auf stolze 34 Punkte. Haben Sie Appetit bekommen? Gönnen Sie 1'000 Franken im Bar und gönnen Sie sich und Ihrer Begleitung ein feines Essen in einem Restaurant oder erfüllen Sie sich sonst einen Wunsch? Einfach anrufen auf 0901 90 60 30 für 80 Rappen oder gratis per WAP. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie in der nächsten Sendung. Für den pensionierten Tierarzt und sein Team geht ein erfolgreicher Abend zu Ende. Buonanotte! Im Del Lago, der Stammbeiz vom René, gibt es Exotisches und Tränen. Und zum Hauptgang gibt es Riesenkrevetten mit Rinderfilet. Was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Die komischen Krevetten könnt ihr bei mir weglassen. Ja. Würde ich jetzt für mich nie bestellen. Ich will wieder brüllen. Mehr morgen.